Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Weißt du, was mich in diesen Zeiten so richtig gut ablenkt? Sag mal. Das Fernsehen. Das Fernsehen? Ja. Wieso da denn? Laufen doch gute Sachen. Bist du auf den Kopf gefallen oder was? Ist doch ein schönes Programm. Was ist daran denn schön? Der Bachelor. Was da denn? Ein schmucker Mann, der so, sagen wir mal, 40 Mädels kennenlernt. Und sich am Ende eine aussuchen darf. Ist die Sendung aus den 50ern oder was? Ist ja nur zur Unterhaltung. Dann sucht er sich am Ende eine aus, knutscht mit der rum und dann kommt er nachts schon mal mit Heiner Bremer oder was? Eigentlich knutscht er mit jeder mal rum. Wie? Um die Frauen besser kennenzulernen. Und dann machen die anderen so mit oder wie? Natürlich, er ist der Bachelor, er sieht gut aus. Hier, Oke Jonnings. Der mit dem kaputten Trecker? Von, Wo die Vorderachse kaputt ist? Nee, Oke. Der neben Hartmanns wohnt. Ach, Oke Jonnings, sag das doch. So, der hat mir... 97 war das. Hat er mir den Hof gemacht. Ja. Er macht mir den Hof am selben Abend auf dem Erntefest mit DJ Gülle. Kennt ihr noch DJ Gülle? Der war gut. Hat immer Wolfgang Petri gespielt. DJ Gülle, super Typ. Also, auf dem Erntefest am selben Abend sehe ich Oke mit der dicken Bertha Jems rumknutschen. Kommt die aus dem Dorf? Wohnt in Hamburg mittlerweile. Und dann? Ja, Marianne, da war aus die Maus. Sowas lässt eine Frau doch nicht mit sich machen. Wo ist denn bei den Bachelor-Mädels der Stolz hin? Mussten sie abgeben, als sie den Vertrag unterschrieben haben. Und sowas nennt sich gutes Fernsehprogramm. Ich gucke ja auch noch andere Sachen. Was denn? The Masked Singer. The Masked Singer? Das ist doch toll, kannst du mitraten. Welch aggressiv, wenn ich das sehe. Wieso? Die Figuren, erstmal mit ihrer piepsigen Stimme geht mir das auf den Senkel. Und dann, wie die sich bewegen. So. Machen sie immer so. So machen sie immer. So machen die, stimmt. Und keine Mimik. Der ist doch Casper Theater für Erwachsene. Was guckst du denn so im Fernsehen? Was ich gucke? Sag doch mal, was du so guckst. Tierärztin Dr. Mertens. Ja. Der Bergdoktor. Oh je. Praxis mit Mehrblick. Helga. Kommissar Wiesling. Das ist... Die Rosenheimkopf. Du... Das ist doch noch Qualität. Helga, das ist alles für alte Leute. Was? Guck dir das doch mal an. Sowas läuft in der ARD und ZDF zur Hauptsendezeit. Jede Woche. Ununterbrochen. Um Himmels Willen mit Fritz Weber als Bürgermeister. Du willst mich doch nicht sagen, dass... Das Programm für alte Leute, Helga. Nun geht das wieder los. Nur weil du 2 Jahre jünger bist als ich. Öffentlich-rechtlich haben Milliarden auf dem Konto. Die könnten so tolle Sachen machen. Und was läuft stattdessen? In aller Freundschaft. Die Krankenschwestern. Ja. Und das zu Recht. Die müssen sich nicht wundern, dass die jungen Leute nur noch Netflix gucken. Was gucken? Netflix. So ein neuer Fernsehsender. Auf welche Zahl ist das? Ich empfange den. Ich habe alles durchgeguckt. Dann musst du deine Antenne neu ausrechnen. Will ich nicht. Was denn mit The Voice of Germany? Marianne. Was? Dann sitzen sie da und wissen nicht, ob sie drücken sollen, machen so immer so Blödsinn über den roten Knopf da. Die machen das spannend. Die sollen drücken oder nicht drücken. Was soll der Blödsinn? Ist so eine schöne Show. Und dann haben sie sich umgedreht und dann wissen die Kandidaten nicht, wo sie hinwollen. Ist ja auch schwer. Da macht man sich doch vorher Gedanken. Aber wenn ich da hingehe, überlege ich mir doch vorher, ob ich zu den einen gehe, ganz links, oder zu den anderen ganz rechts. Oder zu den 2 in der Mitte. Ja. In der Mitte sitzen immer 2. Weißt du, was ich mir schon mal so überlegt habe? Na? Wir beide. Wir sind doch jetzt auch schon so ein bisschen prominent, sag ich mal. Brauche ich nicht. Ich will meine Ruhe. Weißt du was? Wir beide gehen bald ins Sommerhaus der Stars. Marianne, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Krautwickel mit Kartoffelpüree. Kann ich nicht. Die Krautwickel wickeln sich immer um meinen Dünndarm und dann gibt es um den gewickelten und gewickelt. Krieg Hühneraugen von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.